Ja, ihr Lieben, hallo, da sind wir zurück und wir versuchen immer noch Max zu befreien. Aber bevor wir das weiter versuchen, ich habe nachgeschaut und reiche euch jetzt etwas nach. Und zwar, das Yard ist eine Einheit der Länge in vielen Batschi, Englisch. Batsch, du triffst mich nicht! In vielen englischsprachigen Ländern. Ein Yard misst heute 91,44 cm. Ursprünglich wurde das Yard von Heinrich I. als Abstand von seiner Nasenspitze bis zur Daumenspitze seines ausgestreckten Armes Liebe festgelegt. Alligatoren, wollt ihr knackige Kakerlaken? Es ist seit 1758 gesetzlich festgelegt und findet vor allem in der Geodäsie Verwendung. In der Leichtathletik waren bis Ende der 1970er Jahre neben den Meterstrecken auch Yardstrecken üblich, zum Beispiel 100 Yards Lauf. Liebe Alligatoren, wollt ihr knackige Kakerlaken? Das sind umgerechnet 91,44 Meter oder 4 mal 110 Yards Staffellauf. Das englische Wort bedeutet eigentlich Gerte. Eine passende deutsche Übersetzung wäre Schritt. Normalerweise wird Yard aber beibehalten. Vorwärts! So. So viel Halbwissen also jetzt am Rande. Jetzt weiß ich auch, wie viel ein Yard ist, nämlich 91,44 cm. Da soll noch einer sagen, man lernt nichts bei meinen Let's Plays. Ja, aber nun wieder zurück zum Geschehen. Wir müssen immer noch gucken, dass wir hier unseren Freund rauskriegen. Ja, das war leider Ich nix. hasse Country-Musik. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Ah, jetzt geht er wieder in die andere Richtung. Nee, das bringt nichts. Wenn wir jetzt das aber dahin. Irgendwie habe ich mich jetzt hier ein bisschen verfranst, kann das sein? Denn wenn er jetzt wieder nach links schwimmt, dann frisst er das hier da direkt, ne? Genau. So, aber ich könnte das jetzt, wenn der da hinkommt. Das müsste ja jetzt funktionieren, theoretisch. Ach, nein, das hat nicht funktioniert. Ja. Was ist, wenn wir das da hinlegen? Nein, ich. Ah. Direkt auf dem sein Kopf, dann wäre das doch ideal gewesen. Da frisst er das doch jetzt. Und dahin? Aber ich glaube, das ist zu kurz. Hola. Nee. Auch wieder nicht. Oh, doch, der liegt gut. Der liegt gut, der liegt gut. So, jetzt können wir hier vorne weitermachen. Nee, das war auch Käse. Der wird auch wieder eigentlich da jetzt wieder hinschwimmen, wo er jetzt liegt. Nee, oh, der liegt auch gut. Ja, jetzt nur noch den einen hier vorne und dann haben wir's. Na, das ging ja einfacher, als ich gedacht habe. Leider doch nicht. Dann müssen wir das hier hinten setzen. Hey! Ah. Du hast einen Weg über den Parcours gefunden. Jawohl, ja. Und da sind wir. Mann, das hat aber auch lang genug gedauert. Sei still, Max. Ich hasse diesen Sport. Vielleicht, weil du ein lausiger Golfer bist? Du bist heute ein nervendes kleines Karnickel, was? Ja, warum setzt du dich nicht in diese stinkende Kabine, während ich auf wehrlose Fische einprügle? Vielleicht sollte ich dich einfach dort drinnen lassen. Habe ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Das geschieht dir recht. Leck mich, Sam. Leck mich.
Hey, was? Ich habe noch ein Büschel Yeti-Haare in der Kabine gefunden. Während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe, konnte nur da sitzen, in dieser schrecklichen Kabine. Warten. Oh, Max, hör auf damit. Okay. Hier, du trägst das. Das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Das geht dich nichts an, Sam. Ja, hier haben wir jetzt eine neue Tür entdeckt. Schauen wir gleich mal rein. Hallo? Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gullwump, Washington. Und wieder ein neuer Ort? Lass mich mal sehen. Schau. So schade, dass sie leer ist, sonst hätten wir sie schütteln können. So wie jetzt? Genau. Was steht auf dem Boden der Schneekugel? Für Elmo den Yeti. Bleib am Ball. Shavul, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Shavul beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendetwas ablenkt. Ach ja, genau. Ich hatte eben gedacht, Shavul wäre der Maulwurf auf Kirmes. Aber das ist er nicht. Shavul ist der, den wir jetzt suchen müssen. So, wir sind jetzt hier fertig. Moment, ich möchte gerade mal was nachschauen. Und zwar... Nein. Na, okay. Gehen wir mal zum Auto zurück und fahren mal zu diesem geheimnisvollen Vortex. Genau, einmal quer durch die USA. Sam, an diesem Ort fangen meine Ohren an zu klingeln. Das ist vielleicht nur die Metallplatte in deinem Kopf. Ja, da war sie gerade zu hören. Genau, hier ist alles etwas anders. Genau, da fließt auch das Wasser von unten nach oben. Ah ja, ich entsinne mich düster. Ich glaube hier hinten durch den Vorhang. Jetzt schrumpfen wir, jetzt werden wir wieder größer. Nix! Die Gravitation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich verliere. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Drunter geben. Was auch immer. Ja, ihr Lieben, ich bitte euch jetzt auch im Monitor bitte umzudrehen. Vorher spiele ich nicht weiter. Nein, Quatsch. Natürlich spiele ich weiter. Wir haben hier Yeti-Haare. Auch wieder so ein ähnlicher Eisblock wie auf der Kirmes zu sehen. Hier sieht man auch Bigfoot. Hier der Mini-Vortex. Vortex? Versuchen wir es mal. Können wir den Wirbel ausprobieren? Steigt einfach hinein. Ja, genau. Und dann geht's los. Bing! So, und jetzt haben wir bam, 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 hier unsere Glaskugel, die wir damit benutzen können. Und schon haben wir einen Vortex. Wow, die Schneekugel hat die pseudomystischen Energien des geheimnisvollen Wirbels aufgesaugt. Ich habe gehofft, dass so etwas passieren würde. Genau, jetzt reden wir mal mit ihr. Was weißt du über Yetis? Ich stehe kopfsüßer, aber ich leide nicht an Dyslexie. Oh. Ich fühle mich, als ob mein Sinn für die Realität gerade explodiert ist. Versuch, weniger Cholesterin zu dir zu nehmen. Fühlst du dich mental auch so unstabil wie ich? Sogar noch mehr. Das verschwindet in ein paar Minuten. Ich suche nach einem Yeti. Du auch? Ich hatte einen Yeti in dem Eisblock dort drüben. Gestern war ich kurz draußen, um meine Wirbelsäule zu dehnen. Und als ich zurückkam, war er weg. Wirbelsäulen dehnen? Cool. Weißt du, wer Conroy Bumpus ist? Ja, und er war hier und fragte nach einem Yeti. Dann wurde ihm Spei übel und er verschwand. Dieser Ort scheint auf alle Personen den gleichen Effekt auszuüben. Verkaufen Sie solche Schneekugeln wie diese hier? Haben wir mal, aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil sie eine unerwartete Auswirkung auf den geheimnisvollen Wirbel hatten. Mit jeder neuen Schneekugel wurde der Wirbel schwächer und schwächer. Das gleiche passiert mir, wenn ich Sitcoms gucke. Und so entschieden wir uns aus finanziellen Gründen, die Schneekugeln aus dem Verkehr zu ziehen. Das bedeutet wohl auch, dass ihr keine Schneekugelplöppel mehr habt. Korrekt.
Genau, nämlich dadurch geht der Vortex immer verloren. Wir kommen zurück. Zurück, vor, unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. Ja, und hier auch wieder sehr komisch. Conroy Bumpus war hier wegen dem Yeti. Hier ist auch ein Yeti verschwunden. Ja, alles sehr mysteriös, wie ich finde. Ihr Lieben, also, ich habe meinen Monitor rumgedreht und ich glaube, ich lasse ihn jetzt auch mal ein bisschen umgedreht. Denn wir machen jetzt hier Schluss. Es geht gleich weiter im nächsten Teil mit einem verkehrt rum auf dem Kopf gestellten Spiel. Ja, oder ich stehe verkehrt. Egal, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, NRW 18. Adieu.